letzte Wein, und mit dem schließen wir die heutige Verkostung ab, ist der Blaufränkisch Mitterberg, DAC Reserve vom Weingut Gager, auch aus Deutschkreuz. In Deutschkreuz gibt es das alte Weingebirge, wie der Name schon sagt, mehr als 200 Meter hoch. Ja. Dort werden wir auch so 230, 240 Meter hoch sein. Da gibt es den Hochberg und oben dann die Ebene. Am Hochberg dort ist die Lage Mitterberg. Sehr gute Lage, weil dort eben vom Boden her sehr viel Lehm und ein bisschen einen Kalkanteil auch hat. Der Wein ist auch mit 92 bis 94 Punkten im Falstaff bewertet und hat 14% Alkohol, 5,8 Gramm Säure und 1,1 Restzucker. Weingut Gager hat der Josef Gager im Lagerhaus auch in Horizon als Kfz-Mechaniker bis 1999 gearbeitet, hat damals als Nebenerwerbswinzer schon relativ viel Preise gemacht und eigentlich gute Bewertungen erreicht und hat sich dann 1999 dazu entschieden, voll auf Weinbau umzusteigen. In der Zwischenzeit bewirtschaften sie fast 40 Hektar Rebfläche. Und der Sohn Horst und die Tochter ist auch ins Weingut, die Daniela ist auch ins Weingut eingestiegen. Und die Eltern, der Josef ist, glaube ich, ein Jahrgang 48 oder 49 und der ist jetzt gerade am Rückzug. Also und der Horst übernimmt das Weingut. Ja, und die Gager haben eigentlich den Sprung vom Nebenerwerbslandwirt zum Vollerwerb recht gut geschafft, haben auch umgebaut, Jahr 2002, dem zweimal um und dazu gebaut, 2002 und 2004, haben jetzt also in Deutschkreuz ein Weingut, wo es auch eine ganze Menge Gästezimmer haben und haben ein ganz modernes Weingut direkt neben der Kirche hingebaut. Ja, damit schließen wir die heutige Verkostung. Ich möchte mich nochmal entschuldigen, ich habe heute wirklich stark überzogen. Ich hoffe, dass ich sie nicht zu sehr beansprucht habe. Die nächste Weinverkostung hier in der Burgenland-Venothek ist wie üblich am Donnerstag, am ersten Donnerstag im Dezember. Und zwar ist das der 5. Dezember, wieder um 18 Uhr. Und das Thema wird ganz ein genussvolles wieder sein. Werden die Rotwein-Cuvées, die großen Rotwein-Cuvées, die im Herbst jetzt herausgekommen sind, Jahrgang 2011 sein. Und für heute darf ich mich sehr herzlich bei Ihnen bedanken für die Aufmerksamkeit und die Geduld, die Sie mit mir gehabt haben. Und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Danke. Schön wie immer. Ja, danke. Wirklich. Ja.